Kann ich irgendwas mit der Eidechse noch machen? Anzünden kann ich die nicht. Kann ich hier noch was mitmachen? Ich kann das halt wieder mit. Was passiert, wenn das leer ist? Dann passiert einfach gar nichts, dann lässt er mich da nicht reingehen. Kann ich denn hier noch irgendwo? S. Was hat es denn damit auf sich? Das weiß ich auch wieder überhaupt nicht. Da noch mal in der Fischwelt kann ich da vielleicht noch mal, wenn hier ein S im Spiel ist, da ist ein komisches anderes Symbol. Aber was hat es mit dem auf sich? Er sagt da auch nicht mehr viel zu. Von links nach rechts. Scheint zu funktionieren soweit. Okay. Ein Schlüssel! Enlighten me, sagt er hier nochmal. Ein Glas. Im Glas sollten wir doch hoffentlich die Eidechse fangen können, wenn ich mich nicht täusche. Oder zumindest ist es ein Versuch wert. Haha, wir haben den Gecko haben wir. Ist das hier eigentlich auch offen? Ja, es ist hier auch offen. Was kann man denn mit dem Gecko anfangen? Können wir den. Oh. Kommen wir jetzt in die Eidechsenwelt. Da ist ein Dreieck als Symbol. Wartet mal, dann schreibe ich mir vielleicht mal die Symbole auf. Keine Ahnung, ob sie für irgendwas sinnvoll sind. Also, Gecko-Welt ist ein Dreieck mit Strich. Oder so war es doch genau. Dreieck mit Strich durch. Eine Murmel. Nicht anzünden, warum auch immer. Guten Tag. Das kann ich aber auch nicht anzünden. Was steht da? 0355 als Uhrzeit offenbar. Das werden wir doch gleich mal bei der Uhr probieren.
Noch eine Murmel. Ein dreieckiger Schlüssel. Mehr können wir hier auf der Seite aber auch nicht machen. Also in die Murmeln können wir jetzt hier rein tun. Dann brauchen wir noch eine Murmel. Da haben wir noch eine Murmel. Das Circle of Life. Ist doch irgendwas dahinter. Ja. Was ist dahinter? Ist das das Muster, in dem das angebracht werden muss? Wahrscheinlich. Wie kriegen wir das denn dann hin? Das ist soweit richtig. Da muss es einen runter. Ja. Noch bewegen. So. Aber wie dann? So kann ich den denn nicht da drauf tun? Ja, das ist alles ein bisschen kniffliger. Moment, so kann man das machen. Passt es da nicht? Wie kriegen wir das da hin? Das ist hier die Frage. Wenn wir das... Das Problem.
Problem ist nur dann, passt das da nicht rein. Das ist alles nicht so einfach. So. Der ist zu breit. Können wir hier das Große nehmen? Das würde da reinpassen halt. Aber das Lange ist dann immer noch im Weg. Das müssten wir irgendwie nach unten kriegen. So kriegen wir das dahin. Jetzt ist da aber so eine blöde Lücke drin. Das ist natürlich auch nicht hilfreich. So können wir das denn jetzt nicht dahin schieben? So klappt das auch nicht so ganz, weil da das im Weg ist, aber das können wir doch eigentlich mit dem tauschen. Dann können wir das da. Das da und das da. Und dann passt es doch eigentlich, oder? Nee, das Essen muss nach da. Oh. So musst du es auch immer so kompliziert machen. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Aber jetzt haben wir das eine Buch da immerhin weggeschafft. Erstmal können wir die Murmel dahin tun. Interessante Perspektive, ja, so würde ich das auch nennen. Das kann ich immer noch nicht anzünden. Was hat es denn damit auf sich? Ich bin verwirrt. Was ist der Sinn des Ganzen hier? Hier kann ich nichts mehr machen, wie es aussieht. Ja. Was haben wir hier? Circle of Life, rosa Wanderboom oder so? Und dann was kann man noch so? Können wir da noch schütteln? Ja, können wir, aber es bringt auch nicht so viel. Ja. Thank you.
Und nun? Irgendwas gehen da. Oh. Okay, offenbar je kürzer es ist, desto dann in der Reihenfolge muss man das machen. Oh. Ja gut. Sind wir wieder hier, das wollte ich natürlich nicht. Ich gehe gerade mal in die anderen Welten.